Das letzte Ziel unserer Reise ist der Pinnacles Nationalpark, etwa 150 Kilometer südlich von San Francisco. In der eher sanften Hügellandschaft im Zentrum Kaliforniens bieten die kahlen Felstürme einen außergewöhnlichen Anblick. Pinnacles wurde erst 2013 vom National Monument zum National Park befördert. Wir sind gespannt, ob er diese Ehre verdient. Von Beginn an warten die Wege bei unserer ausgedehnten Tagestour mit vielen Überraschungen auf. In zahlreichen Kehren schraubt sich der Trail von der wenig besuchten Westseite des Parks zum zentralen Höhenzug hinauf. In großer Entfernung entdecken wir kalifornische Kondore auf einem toten Baum. Die imposanten Vögel waren 1987 in freier Wildbahn ausgestorben. Wenige Jahre später begann man, Tiere aus der Gefangenschaft auszusiedeln. Jetzt segeln sie unter anderem wieder über den Pinnacles. Ein aufwendig angelegter Steig führt auf die Felskuppen der High Peaks. Sie bestehen aus einem widerstandsfähigen Vulkangestein und fallen durch ihre rötliche Färbung auf. An ihrer unzugänglichen Spitze lässt sich ein Truthahngeier nieder. Die wilde Felslandschaft bildet das Zentrum des nur gut 100 Quadratkilometer großen Schutzgebiets. Und doch hätten wir 100 Kilometer mit dem Auto fahren müssen, um vom Startpunkt in das Tal auf der Ostseite zu gelangen, wohin wir nun absteigen. Ein Specht hackt in der Rinde eines Baumes nach Insekten, aber wer die Eicheln in seinen Löchern versteckt hat, finden wir nicht heraus. Wir tauchen nun in düstere Grotten ein. Es handelt sich aber nicht um eine echte Höhle, sondern um eine enge Schlucht, die von gewaltigen Felsbrocken verschüttet wurde. In Seitengängen leben große Kolonien seltener Fledermäuse. Wir kommen zurück ins gleißende Sonnenlicht und zu einem kleinen Staubecken. Bald blicken wir hinab in die Schlucht, deren Grund wir auf abenteuerliche Weise durchquert haben. Die verfärbte Rinde einiger Bäume gibt uns ein weiteres Rätsel auf.
Den nächsten spannenden Moment erleben wir, als eine handgroße Vogelspinne unseren Weg kreuzt. Über eine abwechslungsreiche Passroute wechseln wir wieder auf die Westseite des Bergmassivs. Die zerklüfteten Felsen leuchten intensiv im Licht des späten Nachmittags. Doch wir haben noch genug Zeit für einen letzten Höhepunkt. Die Durchquerung der Balconies Cave ist ein kleines Abenteuer für sich. Am Ende des Tages können wir bestätigen, dass sich der Pinnacles Nationalpark vor wesentlich bekannteren Attraktionen keineswegs verstecken muss. Er bildet ein würdiges Ende unserer Reise zu einigen der großartigen Naturlandschaften Kaliforniens.